Jo, hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Imperion. Und wieder mit dabei ist der Onkel vom Ja. Gamers Check LP. Ja, richtig. Hallöchen. Und Oh natürlich der liebe yeah. Rivano ist auch wieder Ja, am Start. hallo. Sehr geil. So, und ich bin gerade hier zurück von meiner Geil. Start. Ich gehe jetzt eine Und Runde schwimmen. ja, ich muss Leute. auch schwimmen. Bring mich jetzt um. Ist vorbei. Und Komm. ich muss mal gucken, Jetzt wie ich überhaupt nach vorbei. Hause finde. Da. Oh, ich kann schwimmen ohne Nämlich Helm. dunkel. Dunkel. Hast du zufälligerweise schon Essen hergestellt, Onkel? Nein. Onkel, warum hast du Wie noch kein denn? Bett hingestellt? Wie soll ich denn schlafen? Wie denn? Du bist doch der eigentlich der hier, ne? Der Ja, aber Elektronik. der Bettenmacher. Ich Bin nicht da. der Koch. Ja, und ich habe noch kein Essen hergestellt. Weil ich muss ja erst mal den Constructor herstellen, ne? Macht ja nix. Wir verhungern halt. Ich ernähre mich gerade von Corn Dogs. Corn Dogs. Es Ach, gibt tatsächlich. Ja, stimmt. Bei mir sind auch welche. Den viele nehme ich dir auch davon, mal. aber dieser Corn Dog ist meiner. Es sind was? Der ist so lecker. Ich sag, es gibt so viele Corn Dogs, aber Fünf. der hier Das war interessiert mich nicht, meiner. Rivano. Ich interessiere mich Ach so. für das, was ich gerade gelesen habe. Was denn? Hm? Ich Was hast du gelesen? mach mal so. Wie Prometheum hast du viel noch nicht ich noch gefunden, ne? brauche. Für was? Für den Konstruktor, Mann. Für den Den Konstruktor, Konstruktor, Mann. man. Jetzt gibt's schon einen Konstruktor, man. Ach, und Okay. ich wundere mich, warum ich nicht sprinten kann. Das Weil Jetpack du. an. Ja, das ist so schwer, weißt du? Dann würdest du nämlich Ja, das abheben ist, wie eine Rakete. genau. Den kannst du nicht rennen damit. Das hat ja auch eine krasse Verbindung, Genau. Das ne? produziert dann keine Ahnung, so 50G und dann werde ich auf den Boden gepresst. Richtig. Dann Oder weil kann die ich nicht sich sprinten. gedacht haben, was ist denn, wenn die Spieler in der Luft die Sprinttaste drücken? Was Ja. passiert dann? Drehen die sich dann im Kreis oder was? Nee, dann aktiviert sich ein Turbo Boost und man fliegt wie Superman. Keine Ahnung. Superman. Hey, das wäre aber geil, ey. Ich möchte sofort die Sprinttaste im Jetpack-Flug aktivieren können. Aha. So, mein lieben Freunde, ich habe mich ernährt von Corn Dogs. Ich bin absolut satt. Ja, wunderschön. Mein Bauch ist schon richtig am Und muss ich auch. Überquelken. Oh Gott, ich bin gerade ins Wasser gefallen Ich wieder hier komische und Geräusche in mein Ohr geflüstert. habe Von wem? 6,3% Schaden genommen. Von irgendwelchen schleimigen Augen. Du schleimiges Auge, du. Du hast so schleimiges Auge. Hier gibt es jetzt ja auch mal Ressourcenfelder, oder muss ich erst singen deswegen? Der Wahnsinn, ich Genau. bin schon über zwei Inseln drüber gehuppt und nichts gefunden, ja. Ja, also die Ressourcen sind ganz schön weit auseinander. Ja. Die wollen, dass man ein War. Taxi baut und dann dahin flattert. Genau. Das war im letzten generierten Terrain besser. Generierten. Genau, generierten Terrain oder generiertem Was? Land, Flächen, Aber der Planeten, Konstruktor, der Gedöns. funktioniert ja eigentlich gar nicht, wenn man keinen Generator hat, ne? Wie, der funktioniert nicht? Generator funktioniert nicht ohne Ich frage. Generator. Der Constructor, der funktioniert doch gerade irgendwie ohne Strom. Ich meine den großen Ja. Konstruktor, weil hier kann Ja, man der ja nicht alles funktioniert nicht herstellen. ohne Strom, das ist Also richtig. heißt Der es, ist wir brauchen jetzt handbetrieben. erst einen Konstruktor, einen Das ist Generator. vollkommen richtig. Okay, dann habe ich natürlich Wow. falsche Komponenten gebaut. Okay, Das ist Kondensatoreinheit nicht 2. gut. So, ich Warum bin machst du jetzt das? gleich da und werde jetzt erstmal das Silizium verbauen Ah, und ich habe ja noch ein hier ist Level. ein ekliges Spinnvieh und ja. Ah. Hallo, lieber Onkel. Lässt du mich vielleicht mal an den Konstruktor, damit ich dir schöne Ressourcen bauen kann? Ich habe mal Geht eine sofort los, Frage. mein Freund. Ich will Meine bloß kleinen, ganz schnell hallo. was tun. Ganz, ganz schnell. Hey, ihr beiden Killer, ich habe mal eine Frage. Und zwar bei diesem Technikbaum. Nein. Was brauche ich denn zum Abbauen? Tools, oder? Was? Weil bei Tools sehe ich, Da muss dass ich erst mal es den hier. Gabax ran hier. Der macht das ja mit Du, einem Griff, zack, puff, bang, an. Rivano, ich habe keine Ahnung. Eine Lackierpistole gibt es noch. Dann tragbares Arbeitslicht ist Lackierpistole. auch cool. Renne ich halt Ja, mit so das, einer genau. Wobei, Taschenlampe so eigentlich mitnehmen? müsste der Onkel eins haben.
Was habe ich? Ist das richtig? Ich habe ein tragbares. Aber das würde ich gerne. Ach so, ein tragbares. Das würde ich aber gerne mit hier hinstellen, dass wir hier Licht haben. Oder soll ich das lieber dem Rivano geben? Ja, das ist gib mir alles. Ja, stell es hin. Mir alles. Möchtest. Gottes Willen. Obwohl, der kann es ja auch bloß hinstellen und dann hat er es da stehen. Silizium. Silizium. Das brauchen wir. Na gut, Silizium brauchen wir. Naja. Gut. Und hatte ich einen Startblock gebaut? Ja, ne? Basis-Starter-Block. Wow. Ich habe ein wenig Licht ins Dunkel gebracht. Ich habe da mal so eine Frage wegen Dunkel und Licht. Das ist, ja. Das ist echt lange dunkel, ne? Nein. Das ist gemein. Na Quatsch. Ja, also, das ist, hier tickt ja rechts so eine Zeit runter. Ne? Da steht, wann der Sonnenaufgang wieder ist. Da steht 5 Doppelpunkt 40 und das sind Sekunden. Also es dauert 5 Minuten und 40 Sekunden, bis es wieder hell ist. Das ist abartig. Also bei mir ist gerade hell geworden. Was? Ernsthaft? Ja. Ja. Ja, es wird nur der Hälfte des Planeten wird bestrahlt. Ich hab hell. Ist wie eine Therapiesitzung. Was, für dich ist hell? Ja, bei mir ist hell. Der ist vom anderen Planeten. Ach so, ja, witzig. Aber ich bin selber in Licht hingestellt. Er wollte wieder Sonnengott spielen. Aber genau. Ich hätte trotzdem gerne irgendwie hier mal so ein Ding, das ich den Block hier wieder wegreißen kann. Na, hätte ich auch gerne. Also ich baue gleich erstmal einen Treibstofftank, klein. Und einen Generator. Oh, ich habe was gefunden. Können wir nämlich den Konstruktor bauen. Ja, Silizium hatten wir schon. Brauch keine Sau. Aber wie hast denn du vor uns abgebaut, Gabax? Ach, du hast noch so ein Gerät gekauft, gebaut. Ja, der hat hier mit der Hände hat er gebuddelt, wie so ein Raubtier. Genau, mit der Hände. Mit der Hände. Mit mit das Hände. Mit, mit dessen Hände. Mit auch, seinen Hände. Das ist auch jetzt so ein Running Gag, ne? Mit das Hände. Das Kamera. Möchtest du, genau. Ja, das Kamera mit dessen Hände. Oh Mann, ey. Möchtest du mit meinen Händen was abbauen? Nein. Oh, ich habe gerade einen total geilen Planetenaufgang. Und zwar der Lava-Planet geht gerade in den Himmel ach, hoch. Ach, du bist da hinten bei der Epsilon. Du bist da hinten bei der Epsilon. Ja, ich sammle schon. Bei das Waffenfabrik? Bei der, die das Epsilon. Ach, tatsächlich, da wird sogar schon hell. Alter, ist er weit weg. Krass. Und ich laufe jetzt einfach mal hier weiter und hoffe. Ach, guck mal, wenn du den Planet drehst, ist es hell. Ja. Richtig. Wie wär's eigentlich mal, dass du nach Osten, naja Quatsch, du läufst ja nach Osten, sehe ich gerade, nach Westen läufst, also entgegengesetzt. Aber hey, das wäre ja zu viel verlangt, glaube ich. Was? Ich laufe einmal um den ganzen Planeten rum. So, was kannst du denn hier nicht abreißen? Bei dir dürfte es gleich wieder hell werden, Rivano. Ja, bei mir wird's gleich hell, weil ich möchte diesen einen Block hier abreißen. Der steht, wo du gerade, der hier. Warum steht der denn im Weg? Weil da die Tür hin muss. Dann kannst du auch die Tür auch hier hinstellen. Dann ist es doch nicht akkurat. Das geht doch nicht. Ja, kannst du das nicht abreißen? Ach, kann es sein, dass du... Was hast du denn dafür? Hast du nicht eine grüne Waffe? Nein, ich habe eine gelbe. Ach, tatsächlich. Ja, dann müssen wir vorher erstmal den Dings da bauen, genau. Oh, ich habe noch ein neues Gebäude. Was rede ich denn? Ich habe... Ja, ist ja gut. Geil. Ja. Ich habe übrigens noch ein Gebäude entdeckt, ne? Was hast du denn entdeckt? Ein Gebäude. Ein Magnesium-Erzlager. Oh, da würde ich sagen, Magnesium gehe ich schon mal ein bisschen. Und immer noch kein Eisen gefunden. Bada, bada, boom. Doch, Eisen haben wir direkt neben der Waffenfabrik. Kann sein, dass die nur ein Eisenfeld eingebaut haben. Aber weißt du, was Waffenfabrik heißt? Geile Waffen gibt's da. Und gegen viel Widerstand, würde ich sagen. Wird bestimmt cool. Ich hoffe, das schaffen wir noch. Ja, hier. Guck mir gerade mal den Technikbaum an. Aber für das Herstellen. Ja. Aber für das Herstellen von der Waffe brauchen wir ja diesen großen Generator. Deswegen wollte ich ja den großen. Das ist richtig. Deswegen baue ich ja jetzt auch gerade Komponenten. Oh, Kobold. Das oh, guck mal, ich kann eine Fraktion gründen. Und diese Fraktion heißt. YourTube Germany. Genau. Wenn es mal wieder länger dauert. YourTube Snickers. Germany.
Was? Wie? Dickers? Die Dickers. Fraktionskürzel. Dickers von Moppes. YouTube Germany, genau. Die Verlorenen, die Ausgestoßenen. Die so Einsamen. Dann gibt es nicht Mars, sondern Moppers. Moppers, wenn es mal wieder länger dauert. So, und jetzt, wie kriege ich euch da rein? Ja, das ist eine gute Frage. Nicht beantworten. Fraktionen, warte mal. Könnt ihr da, ich kann joinen. Bewerben. Bewerben? Möchte ich dich bitte aufnehmen? So, jetzt mal ein Bewerbungsgespräch führen. Ich habe dich jetzt mal aufgenommen und ich werde dich auch gleich befördern, warum auch immer. Bitte drehen Sie sich um. Ah, du bist jetzt der Admin. Der Rivano, der könnte eigentlich auch gerne. Der kann Bauer bleiben. Bauer, ich bin ja die Elite-Bauer. Möchte. Ach, guck jetzt. Ey, keine Sorge, ich bin der beste Sammler auf diesem Rivano, Planeten. Rivano möchte nicht. Ja, der einzige Planet. Du bist der einzige Sammler auf dem einzigen Planeten. Okay, jetzt gucken wir uns doch mal den Technikbaum an. Wir haben hier. Genau, das wollte ich nämlich auch. Treibstofftank. Wie kann ich jetzt annehmen, ja, die Scheißbewerbung da? Ich will du mit rein. Du musst in dein Inventar gehen und dann gehst du auf Fraktionen und dann kannst du irgendwie YouTube Germany beitreten. Oh, da steht befördern. Ach, gründen, bewerben. Kann ich irgendwas schreiben zur Bewerbung? Nein. Kandidat, geil. Genau, du musst erstmal jetzt dein Lebenslauf Rolle, und so Admin, alles Gründer. Losschicken. Ah, nee, Gründer, Admin. Nee, aber hört mal zu. Ich glaube. Wir müssen uns entscheiden, wer was macht. Weil es sieht so aus, als ob nicht jeder alles bauen kann. Ja, man weiß auch nicht, was man zur Verfügung hat. Ich würde gerne Baumeister sein, wie immer halt hier in dem Spiel. Baumeister, das heißt was? Tools. Du machst zum Beispiel die ganzen Nahrungsmittel, Generator, bla bla bla. Ich oder was? Ja, du, genau, du bist der Typ. Und ich bin der Typ, der halt hier so Blöcke. Oh. Cockpit der Blöcke. Und so, das glaube ich auch mit zu dir. Oh, scheiße. Ja, es gibt nämlich auch noch Small Weasel, Hover Weasel, also das kleine Raumschiff, große und das große, das kleine, das was? Große und das Fahrzeug. Das muss man auch nochmal separat lernen hier. Also ich mache Mix. Bisk, okay. Ja, genau. Ich mache warte mal, auch falsch. Tools. Warte mal, was sind wir denn jetzt? Nee, Building Blocks, das mache ich. Building Blocks, so rum. Building Blocks, okay. Building Blocks ist so meine und du machst, Ich mache Tools? Miss. Tools und Weapons. Nee, warte mal, du machst Tools Capital und Weapons? Vessel machen, oder? Ja. Okay, Rivalo macht Tools und Weapons. Echt? Ja, Tools und Weapons. Ja, aber du musst ja auch jagen gehen wegen Fleisch, da gehört ja auch zum Sammeln und da brauche ich schon Waffen, also, ne? Ich mache Base auf jeden Fall, weil da kann ich die ganzen Sachen hier bauen. Ja, dann würde ich... Blablabla, da würde ich aber sagen, dass man Tools jeder macht, weil wenn wir jetzt so ein Gerät brauchen hier, oder ich weiß auch nicht. Ja, das ist in Ordnung, da ist nicht so viel im Technik. Keine Ahnung, müssen wir echt erstmal rausfinden, wie sich das... Ja. Also ich mache erstmal Building Blocks, du machst Base, sagst du, ne? Ich sammle jetzt eben Magnesium, ja? Aber du könntest eigentlich auch einen Technikbaum brauchen, Technikbaum. Warte, ich brauche einen Technikbaum. Genau, einen Technikbaum könnte ich gebrauchen. Ja, ich weiß es nicht, weil Rivano ist ja eigentlich nur am Sammeln, weil wenn wir jetzt eine Waffe brauchen, muss der immer 30.000 Kilometer herkommen. Deswegen ist es Schwachsinn, wenn er hier irgendwas Tools oder Waffen macht. Verstehst du? Ja, aber irgendwas muss ich ja da ausklicken, oder? Anklicken, aussuchen. Ja, was? Ich mache einfach halt die Waffen voll, weil ich die haben will. Ich weiß halt auch nicht, ob wie viele Level man steigen kann, ob jetzt dann später jeder alles haben kann. Ja, ja. Oder ja, ob man sich halt wirklich spezialisieren muss. Weil hier, du siehst das ja, Level 2, 3, 4, 5 steht da ja oben. Hm. Und du kriegst ja pro Level, so wie es aussieht, 10 Punkte. Und je mehr Level dieses Gerät hat, desto mehr Punkte braucht es. Das heißt also, das, was du gerade gesagt hast, trifft ja nur dann zu, wenn wir extrem gute Waffen bauen wollen, also die ganz hinten sind, dass er dann extra herkommen muss. Bei diesen Pille-Palle-Bananenwaffen da, das ist die ja egal. Die auch, stimmt, die Pistole können wir auch bauen, stimmt. Hast recht, okay, dann macht er Waffen und Tools, weiß ich nicht. Die würde ich schon gerne, weil ich würde ja gerne das Zerlege- und Reparaturwerkzeug haben, da müsste aber einer von uns das machen. Weil Rivano ist zu weit weg oder kann der mal dann herkommen, wenn man das machen kann? Ja. Also ich mache auf jeden Fall Base, das ist jetzt schon erstmal klar Base für mich. Base in the Base. Und ich mache Building Blocks, genau.
Genau, dann müssen wir nochmal gucken, wie wir das mit den Deko-Blocks irgendwie aufteilen. Und ich du machst die ersten zwei, ne? Capital Vessel und Weasel und Base. Und Base, okay, genau. Capital Weasel. Weil da hast du nämlich auch noch Sauerstoff, Erste-Hilfe-Station und die ganze Zeit. Aber, ach, tatsächlich, ja, stimmt. Du hast was recht. Ist denn dann das Deko-Blocks? Deko-Blocks ist Schwachsinn, das kann Deko-Blocks ich ja... Deko-Blocks ist Deko-Blocks halt... Mach ach, ich guck mal, guck dir das an, die brauchen null. Die brauchen gar keine Punkte. Doch, die, kann man die so brauchst du Level 5, dann hast du die... Ja, ab Level 5 kann die jeder machen. Und dann brauchen wir noch einen, der Small Weasel und Hobo Weasel macht. Aber das vielleicht teilen wir das nochmal auf mit Revano und, ich weiß nicht, du oder so. Je nachdem, wie viele Punkte wir noch übrig haben. Also ich mache Building Blocks und Deko Blocks. Das sind so die zwei Dinger, das ist zum Bauen da. Die mache ich. Ja, aber Deko Blocks kann ja jeder machen. Das ist ja, braucht keine Punkte. Jo, aber wenn du nur Building Blocks machst, dann brauchst du ja noch was anderes. Weihnachtsbaum. Dann machst du noch Mist, würde ich sagen. Noch Mix, genau. Mix. Hat einer von euch den Film Marsianer geguckt? Ja. Wie fandest du den? Fand ich okay. Ja, gut, ne? Ja, nicht lohnt sich, ja. Nee, nicht weiterhin, nur wie es gut ist. Weil ich komme ja manchmal auch so vor, als wären wir ein Marsianer. Hm. Was ein bin ich denn jetzt für ein Level? Ich bin jetzt Level 2 und Level 2 gibt's noch gar nichts. Oh. Richtig. Jetzt müssen wir jetzt erst essen. Level 3 werden. Richtig, essen. Und dazu muss Gabax jetzt mal hinmachen. Ja, ich bin ja schon dabei. Hast du einen Constructor schon gebaut, oder? Nein, den sollst du ja bauen. Okay. Ja, ich bin gerade dabei hier. Aber kannst du denn den Constructor bauen? Oder ist der mit in dem Technikbaum drin? Nein, den kann ich bauen. Der ist schon standardmäßig drin. Ich brauche Nahrung, sonst verhungere ich hier. Sehe ich gerade. So, ich brauche Electronics. Davon ein bisschen, davon. Computer. Das ein bisschen. Ja. Dann müsste Revano dann gleich mal dieses. Oh, Genau, du hast Hunger. Ich habe aber nichts zu essen. Ach doch, ich habe hier. Ach, jetzt steht vor dem Namen YTG für YouTube Germany. Yeah. Was? Sagt er. Na, so haben die früher. So haben die früher gesprochen. wo kann ich denn mal den Treibstoffgenerator hinkloppen? So reden die wirklich. Also Treibstofftank. Das hier wird auf jeden Fall. Also, wenn. Du kannst den hier hinbauen, weil. Warte mal. Nee, stopp. Hier und vorne und warte, nee, hier kann ich keinen hinbauen. Ich muss sogar noch weiter rüber die Tür. Also du kannst den hier so hinbauen. Also hier, wo ich jetzt stehe, so vor den, hier kommt eine Wand hin. Verstehst du? Da, wo der Block ist, kommt eine Wand hin. Ja. Und hier baue ich den, der Block muss ja weg. Und dann kannst du das so. Dann setze ich ihn jetzt erstmal dahin. Nein, da kommt doch die Wand hin. Oh, ich habe es doch gerade gesagt, da kommt eine Wand hin. Oh, ja. De. Hast du nicht gesagt? Ich habe gesagt, wo der Block steht, hier kommt die Wand hin. Ist doch egal. Wir müssen das eh alles nochmal anders bauen. Wir müssen eh nochmal. Okay, weil du machst es scheiße. Also, sowas nein, gar nicht. Natürlich doch. Weil wir momentan überhaupt nicht die Sachen haben, die Ressourcen und die Werkzeuge, um überhaupt das so vernünftig zu machen. Na, oder genau, wir nehmen das halt mit als Wand. Fertig. Genau. Ja, gut. Genau, wir nutzen es einfach als Wand. Damit wir von draußen und von drinnen an den Treibstofftank kommen. Das ist doch eine gute Idee. Ja, besser für dann müssen wir nicht immer Sorgen, erst ne? Unsere Füße ab sauber machen, bevor wir in den Generator was reinstopfen können. Das war nicht unsere Schuhe abklopfen oder so. Das geht dann so. Also, ich habe hier haufenweise an Sauerstoffflaschen. Wieso? Aber leere. Nee. Voll. Es gibt keine leeren Sauerstoffflaschen. Genau. Wieso? Die kommen hier rein, ne? Treibstofftanken. Nee, ist ja Quatsch. Nein. Da kommen Kraftstoffzellen rein. Eine Wartenflasche hast du. Solche Kraftstoffzellen. Ach, die habe ich jetzt natürlich in den Wasserdings rein, die zwei Stück, die noch übrig waren. Wir haben zum Glück noch 42. Genau, die Antwort auf alle Fragen. Genau, die Frage muss ich jetzt erstmal hier rauskommen aus dem Disneyland hier. Und Rohre brauchen wir noch dafür. Rohmaterial? Boah, das bleibt aber auch so mega lang dunkel. Aber richtig. Also, mir steht jetzt noch 54 Sekunden. Ja, weißt du, dir nicht? Du bist jetzt schon im hellen Bereich, Revano. Ja. Und weißt du, dann ist es vielleicht eine Minute hell, wird es wieder dunkel. Dann verstehe ich gar nicht, wie schafft es dann der Planet gemäßigt zu sein, wenn es so lange dunkel ist. Und es müsste urkalt werden.
Eine schon. Ja, aber jetzt wird es langsam hell. Aber nur für eine Minute. Genieß die Minute. Genau. Genieß ja, das schöne bevor, Wetter. Bevor das jetzt hell wird, ne, würde ich sagen, beenden wir erstmal diesen Part an dieser Stelle. Genau, dann machen wir gleich und dann fangen wir hell an dann. Yeah! Genau, und ich habe jetzt nämlich gerade schon gleich den Constructor fertig. Kannst du mal ganz kurz herkommen, Max? Guck doch mal ganz kurz hier übers Wasser und sag mir mal bitte, wo dieser orangene Sonnenstrahl herkommt. Sag mir es bitte, ja, komm, erklär es mir. Wo ist er? Wo kommt die Sonne? Das wo ist die Reflexion der Erde, der vektale Spiegelung des Lavaplanets, der über die Wolkenverschiebung eingeblendet wird. Was? Das sind ja vektale, rektale oder vektale? Genau, der rektale, ja, der vektale Verschiebung, keine Ahnung. Genau. Okay, gut, ich würde sagen, schaut einfach mal bei dem Raduano vorbei, wenn ihr gerade schon ja, dabei bitte. Seid. Oh, wer auch immer Raduano. Onkel könnt ihr auch vorbeischauen. Die machen. Ein Abo da. Genau, ja, wer auch immer Raduano ist. Revano. Was hat er denn gesagt? Raduano. Einfach mal vorbeischauen, was der so Tolles macht. Der Onkel genauso, der spielt momentan auch einzelne Projekte noch. Da mal vorbeischauen. Und natürlich, falls ihr bei den anderen vorbeischaut, bei dem Gabax. Und würde ich sagen, ja, dann bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss. Ciao.